Hallo, liebe Leute, ich let's play wieder was. Ja, es ist eines von diesen 62 Spielen in meinem PlayStation 3, oder? Naja, okay. Mit dem neuen Headset mal gucken, ob das so funktioniert. Weil jetzt, ja, es ist ein USB-Headset und ja, da könnt ihr euch schon was vorstellen. Höchstwahrscheinlich nicht, so. Wäre ich den Ton überhaupt? Ja, müsste funktionieren. Nein, wir spielen kein Spiel von den oben, auch keins von den unteren, sondern genau das in der Mitte. Limbo. Ja. Endlich für die PlayStation 3 draußen, also eigentlich schon ein bisschen länger. Der 20. Juli oder 21. oder 19. glaube ich. 19. Ja, so etwas, so ähnlich. 20. glaube ich sogar. Kann sein. Auf jeden Fall 20. Juli, Limbo auf der PlayStation 3. Letztes Jahr, 19. Juli. Limbo auf Xbox 360, ja. Das ist so kein neues Spiel. Ich starte es auf jeden Fall mal. Und freue mich schon, wie es ist. Ja, okay, ich weiß ja, wie es ist. Also, die Demo habe ich schon gespielt. Der Rest ist blind. Also, bis zur Spinne komme ich noch. Und dann, ja, Playdead presents a game by Arndt Jensen. Limbo. Okay. Klingt ja schon mal vielversprechend. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da gleich ein Spiel starte oder nicht. Dann drücken wir das mal. Na, komme ich gleich ins Spiel. Ja, wir sind in einem Wald. Ja, kann man sagen. Und machen auf. Jetzt irgendwann. Hoffe ich. Normalerweise. Okay, ich muss erst X drücken. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Ja, wir wachen auf. Und sehen, dass wir halt in einem Wald gefangen. Oder, nein, nicht gefangen, dass wir in einem Wald sind eben. Jo. Mal ganz langsam aufstehen. Und wir können uns bewegen. Ja. Die gesamte Steuerung ist nach rechts rennen, nach links rennen, springen und ja, interagieren. Oh, hier kann man auch springen, okay. Ja, interagieren ist glaube ich R1 oder so. Das werden wir dann schon herausfinden. Aha. Okay. Das ist ein Achievement, das weiß ich schon. Ja, falsche Richtung. Okay. Ja, die Achievements sind halt so. Oder die Trophäen sind halt so einteilt, dass man, ja, solche weißen, ich weiß leider nicht genau, was das war, finden muss. Und die, mal schauen, ob ich da schnell hinkomme. Ja, darin bestehen die Trophäen-Herausforderungen auf jeden Fall. Denkfehler, falsche Richtung, ja. Wäre noch vage beschrieben. Denkfehler, ja. Und falsche Richtung. Aber man kann sich denken, wenn man nachdenkt, ja klar, dann muss man noch einfach nach links rennen. Okay, ja. Eben. Zum Beispiel das, Entdecker ohne Bodenkontakt. Oder harte Landung, schwere Lasten, ja. Da muss man halt solche weißen Dinger der Zacke fitschen. So, das habe ich noch nicht gewusst. Da habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, ich renne mal nach links. Mal gucken, was da ist. Das habe ich noch nicht gewusst. So, ja, die Demo habe ich schon gespielt, also kenne ich mich da noch aus. Ja, die Grafik, was Neues würde ich mal sagen. Alles nur schwarz-weiß und ja, 2D. Ja, jetzt war ich fast in die Stacheln reingibt. Ja, also das Spiel, sollte ich mal erklären. Ja, im Spiel geht es eben darum, dass man ja, seine Schwester finden muss. Das habe ich schon gelesen, Wikipedia auf jeden Fall. Ja, das hat man zwar jetzt noch nicht rausgefunden. Na, die Helligkeit passt, glaube ich. Ja, das habe ich noch nicht gewusst. Und man stirbt eben. Es gibt auf jeden Fall viele Arten im. In dem Spiel gibt es auf jeden Fall viele Arten zu sterben. So, was ist jetzt? Halten. Kreis haben wir gerade gelesen. Ich habe vergessen. Ja, dann können wir darauf klettern. Und hier auch. So, das nächste ist Seile. Kann nach unten klettern, nach oben klettern natürlich. Und auch schwingen.
Aber was unten wäre, wird glaube ich besser gehen. So. Na gut, mit dem Seil geht gar nichts, denn da ist ein Holzdings dran. So, ja. Dann eben da drunter springen. Und knarzt doch ganz schön. Sehr morsch. Okay. Na gut. So, hier sollten wir glaube ich auch nicht reinspringen. Ja, man kann auf viele Arten sterben in diesem Spiel. Ihr werdet es bestimmt ein paar sehen. Ja, am Anfang noch nicht. Vielleicht, ich mich da schon auskenne. Aber weiter im Spielverlauf werde ich bestimmt noch oft sterben. Da sind doch sehr fiese Fallen eingebaut. Bei denen ich in der Demo schon gestorben bin, ja. Eine kleine Bootsfahrt. Legen. So. Ja, das haben wir ja. Das habe ich schon verraten. Da kommt man nicht sehr weit, wenn man einfach nur so raufspringen will. Sondern man nimmt sich einfach das Boot mit. Daher auch der Griff. Ist ja auch klar, dass ein kleiner Junge das Boot ziehen kann, aber naja. So. Und hopp, hopp. Hinauf. So. Da ist eine versteckte Liane. Eine versteckte. Ja, keine Ahnung. So. Erklärt. Springen wir rüber aufs Seil. Und ganz einfach da nach oben. Ja. Klappt doch. So. Ja, wieder in den Wald hinein. Etwas dichter. Man hätte Grillen zirpen. So. Hier. Die erste Falle im Spiel. Tja, Falle, weil es eine Bärenfalle ist. Ja, wenn man da reinspringt, ich weiß also nicht, ob ich es absichtlich machen soll. Ein anderer Let's Player hat es auf jeden Fall gemacht. Ja. Übrigens das Let's Play von dem Let's Player, wenn ich jetzt. Ja. Ja, okay, dann mache ich es nicht absichtlich, aber unabsichtlich. So. Ja, einfach doch sollte man normalerweise drüber springen. Genau so. So. Ja, bei einem anderen Let's Play habe ich es auch nur bis zu der Stelle gesehen, wo die Demo aus ist. Das werde ich erst nachher weiter schauen. Wenn ich auch soweit bin. So. Gut, da haben wir. Ja. Was echt ekliges. Das kann ich mal zeigen, wenn man da drauf springt. Da wird das natürlich nach unten gezogen und man kommt hier nicht hinauf. Da gibt es diese Bärenfalle, die man einfach dann da unter den Kadaver zieht. So. Und sich nochmal am Seil festhält und raufklettert. So, das da einfach nach unten. Also, ja. Unterzogen wird. So. Ah, sind wir mal in der Höhle. Da nur ein kleiner Spalt offen ist, wo Licht reinkommt. Also, Grafik. Also, das. Style gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So, da sind wir schon kleine Brocken, aber das ist nicht alles, denn ja, das ist der echte Felsbrocken, der uns zerquetschen will. Aber es nicht geschafft hat, weil ich ja so clever bin und die Stelle schon kenne. Haha, so. So, ich weiß nicht, ob man unten stirbt, aber ich probiere es lieber nicht. So. Ja, also was Neues ist verschwommen, das Fernes ist verschwommen. Nur uns und das Gras ist. Also nur wir und das Gras ist scharf. Da gehen wir mal hinterm Baum. Mal vor dem Baum. Ja, ziemlich gut. So. Ja, was man mit dem machen soll. Den schieben wird sich nichts viel bringen. Also schieben wir es mal. Ziehen wir es mal zu uns. Zieh. So. Ja, da sind wir schon die Liane. Wenn wir uns an allen halten. Aufklettern, ein bisschen schwingen. Und hopp, ja, yeah. Klappt doch ganz super.